Boah, sorry Leute, kurz eingeschlafen. Unser neues Produkt ist so, so bequem, dass sobald ihr euch hier draufsetzt, ihr nie wieder einen anderen Campingstuhl kaufen wollt. Ich bin endlich wach und ich freue mich extrem, extrem, euch unser neues Produkt vorzustellen, den Naturbummler Campingstuhl CloudSit Plus. Sitzen wir auf Wolken, ist unser Motto. Und bei dem Campingstuhl sind wir vor allem zwei zentrale Elemente angegangen. Das erste Element ist, was uns super nervt bei anderen Campingstühlen, bei Campingstühlen generell, ist, dass sie oft so sperrig sind. Vielleicht kennt ihr es, sie wiegen extrem viel, ihr kriegt sie kaum in den Kofferraum rein, vor allem wenn man ein Dachzelt hat. Das sind wir angegangen. Und zweitens, oft wenn sie dann klein und kompakt sind, dann sind sie überhaupt nicht bequem. Also man sitzt dann auch nicht gerne irgendwie mehrere Stunden drauf und liest. Und das sind zwei Dinge, wo wir sagen können, wir haben die richtig gut in den Griff bekommen und haben das sehr, sehr stark optimiert. Der Stuhl wiegt nur 4,5 Kilo, ist also extrem leicht zum Hoch- und auch wieder Runterheben. Wir haben hier überall an den Füßen haben wir eine Stahlkonstruktion, beschichtet nochmal mit einem schwarzen Schutzlack. Das heißt, egal ob es regnet oder gewittert, dem Stahl passiert überhaupt nichts. Plus, was uns auch extrem wichtig war, ist die Mesh, die ihr hier sehen könnt, hinten am Rücken. Vielleicht kennt ihr es ja, man sitzt im Sommer auf einem Stuhl und oft eine Stelle, wo man sehr stark schwitzt, ist einfach der Rücken. Und das Problem haben wir gelöst, indem wir einfach hinten jetzt eine total angenehme Ventilation haben. Luft kann rein und wieder rausgehen und dadurch schwitzt man nicht so stark am Rücken und kann auch im Sommer oder wenn es wärmer ist, mehrere Stunden gemütlich auf dem Stuhl verbringen. Man kennt es auch, wenn man draußen unterwegs ist, die Unterfläche, die ist nicht eben wie hier, wo wir gerade stehen. Und was man dann auch ein bisschen braucht, ist auch eine gewisse Flexibilität unten an den Füßen. Und das haben wir hier erreicht, vorne und auch hinten. Das heißt, solltet ihr mal auf einer nicht ebenen Fläche stehen, auf einer Wiese, auf einem Acker, egal wo, ihr werdet einen total stabilen Halt haben mit unserem Campingstuhl. Was uns bei Naturbummler extrem, extrem wichtig ist, ist das Thema Komfort. Egal ob unsere Dachzelte, egal welches Produkt, wir versuchen, euer Leben so einfach und gemütlich wie möglich zu machen. Wir haben hier zum einen jetzt zwei super coole Kissen verbaut. Das eine ist ein Nackenkissen. Das könnt ihr auch abziehen, wenn ihr aufrecht sitzen wollt beispielsweise. Hinten ist ein Klettverschluss. Das ist super entspannt. Ihr macht es wieder ran. Das heißt, wenn ihr euch mal gemütlich zurücklehnen wollt und euer Nacken soll geschützt sein, dann ist das Kissen extrem, extrem toll. Und wir haben ein Lendenwirbelsäulenschutzkissen. Das ist das hier unten. Das heißt, es entlastet die Wirbelsäule, wenn man sich zurücklehnt. Es gibt ein angenehmes Gefühl hinten dran und man sitzt super gemütlich. Zum Thema Komfort gehören natürlich super bequeme Armlehnen. Wir haben hier beide Seiten mit dem Polster versehen, sodass wenn ihr eure Ellbogen abstützt, könnt ihr auch mehrere Stunden ausharren und habt einfach ein bequemes Gefühl. Und was auch ganz wichtig ist, egal ob ihr angeln seid, ob ihr einfach nur mal in einem Park seid mit Freunden, Fußball guckt draußen oder auch mit dem Dachzelt oder einem Camper unterwegs seid, ist das Thema verstaubare Taschen für beide Seiten. Ihr braucht ein kühles Getränk, das ist immer ganz wichtig. Und ihr braucht natürlich Platz, um irgendwie ein Buch zu verstauen. Oder ein Smartphone. Einfach rein und jetzt habt ihr noch eine Tasche frei. Das heißt, egal für was, ihr könnt hier Angelhaken reintun, Köder. Es ist super, super praktisch und bequem einfach. Kommen wir zum Zusammenbau vom Campingstuhl. Zuallererst nehmt ihr die beiden Kissen ab, stellt sie kurz zur Seite. Dann drückt ihr den Stuhl diagonal zusammen. Das heißt, einmal links unten Hand anlegen und oben rechts Hand anlegen, drückt den Stuhl zusammen. Das war's auch schon. Als erstes führt ihr die Stuhlbeine ein und dabei auch direkt die Kissen, weil oben kein Platz mehr ist. Das heißt, ich stecke die Kissen einfach dazwischen rein, schiebe es langsam hier rein. Das gleiche mache ich mit dem Kissen hier auch. So, und jetzt ganz entspannt, am besten aufrichten. Dann auch die Schwerkraft ihre Arbeit machen lassen, einmal ausfragen, oben einmal zuziehen. Und so, das war's schon. Ihr habt hinten noch einen super praktischen Tragegriff. Den könnt ihr einfach einmal hochnehmen und schon könnt ihr zum Auto laufen, wohin auch immer. Es ist wirklich extrem, extrem leicht und entspannt. Das heißt, einfach mitnehmen, easy verstauen und rumtragen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Solltet ihr weitere Fragen haben, wie immer, könnt ihr uns über alle Channels kontaktieren, die hier unten eingeblendet sind. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächsten Produktlaunches nicht verpasst. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Lukas.